Hi, ich bin der Schnipsel von In einer Beziehung mit Airsoft und ich bin hier heute in Ilmenau bei dem Workshop Level 2 von Airsoft Operations mit dem Thema CQB und Anwendung von Airsoft-Teilen. Hinter In einer Beziehung mit Airsoft, der Grundgedanke besteht eigentlich darin, das zu machen, worauf jeder Bock hat. Wir teilen Informationen, die wir finden, bei denen wir sagen, okay, die interessieren uns und die müssten eigentlich auch die anderen interessieren. Wir gehen einfach auf gut Glück da rein und ja, es funktioniert. Die Leute nehmen es gerne an und wir haben mittlerweile die Möglichkeit, die neu ankommenden Sachen, so wie die Spiele und Co. in der Szene aus einer ganz, ganz anderen Sicht zu sehen und vor allem zu teilen. Und das mögen die Leute und deshalb machen wir das gerne. Ich bin Mitglied bei der Bierzone. Ich sitze direkt in der Hauptorga mit drin. Also ich bin direkter Ansprechpartner für alle Fälle, Situationen an Mitarbeiter, Kunden und. Wir sorgen dafür, dass das Spiel geregelt verläuft im Sinne von Sanitäter, dass die vor Ort sind, dass die Parkplatzorga, dass die Feldorga und Co. alles steht. Und ja, wir sind so gesehen, ich und der Morph, wir sind so gesehen Mama der Kompanie und wir kümmern uns um alle Bedürfnisse. Ich habe die Bierzone letztes Jahr zum allerersten Mal kennengelernt, wo ich da aktiv teilgenommen habe. Ja gut, wir waren Sanitäter auch, aber ich konnte das ganze Spielsystem und den Spielbetrieb sehen. Und da hast du gemerkt, die Bierzone ist Airsoft, wie man es sich vorstellt. Du hast alle Bereiche da, jedes Segment wird abgedeckt. Du hast vom Hardcore-Millsimmer bis zum Biersimmer, bis zum Grillsimmer hast du alles da. Oder auch den 0815 Adidas Turnschuhhelden, der gerade im Obi seine G36 mal wieder mit einer, was weiß ich, einer Nüsterklemme oder sowas da gerade gefixt hat. Und die haben einfach alle Spaß und die vertragen sich. Und das ist das Geile an der Bierzone. Und deswegen hat es mich gefreut, dass ich damit in die Hauptorga gekommen bin. Und deswegen mache ich das auch mit Herz und Seele. Wir wollen halt versuchen, dass wir Airsoft in die Gesellschaft ein bisschen rausbringen können, dass die uns halt klar erkennen können als nicht gefährliche, sondern eher als Teilhabende in der Gesellschaft, ganz normale Mitbürger oder wie man es auch immer bezeichnen möchte. Sieht man ja an den Chaoten, die ich hier hinten habe. Hier siehst du keinen, der irgendwie Massenmörder durchgeknallt ist, auch wenn sie gern so tun. Nein, wir sind alles ganz normale Menschen und das wollen wir den Leuten einfach teilen. Das ist unsere Zukunft, die nehmen wir uns so vor und naja, mal gucken, was sonst so läuft.